Dorianna Gray hockte versteckt im Unterholz und zitterte am ganzen Leib. Die Hexenjäger hatten die Hütte, in der Dorianna mit ihrer Ziehmutter Mother Shipton all die Jahre gelebt hatte, angezündet und niedergebrannt. Die Hexenmeisterin hatten sie an ein großes, hölzernes X gefesselt. Ein Schleier von Tränen nahm Dorianna die Sicht. Mother Shipton hatte sie aufgezogen. Von ihr hatte sie die Hexenweihe erhalten. Dereinst sollte sie ihre Nachfolge antreten. Und das sollte nun schneller geschehen, als es Dorianna lieb war. Die Hexenjäger hatten Mother Shipton sämtliche Kleider vom Leib gerissen. Auf ihrem nackten Fleisch zeigten sich die Spuren unsäglicher Folter. Dennoch hatte sich die Hexe nicht zum Sprechen bringen lassen. Da befahl der Anführer der Gruppe, ein Vertreter des Bischofs mit hochrotem Kopf: Tötet sie! Vernichtet sie! Oh, sorgt dafür, dass ihre verfluchte Seele vom Teufel gefressen wird! Sofort schossen die Männer mit ihren Bögen auf den zerschundenen Körper. Mother Shipton wurde von den Pfeilen regelrecht gespickt. Aber erst der letzte Pfeil tötete sie, indem er sich durch ihr rechtes Auge ins Gehirn bohrte. In diesem Moment erschien eine düstere Wolke über dem Kreuz. Ein feinstoffliches, hellstrahlendes Wesen wirbelte auf die Leiche der Hexe zu und verharrte knapp über ihr. Im nächsten Moment tauchte ein dunkles Schattenwesen aus der Wolke auf und griff das Lichtwesen an. Nach einem kurzen, aber heftigen Kampf lösten sich die beiden Geisterwesen plötzlich auf. Nur ein Geruch von Schwefel blieb in der Luft hängen. Ein Engel und ein Dämon. Wer hat gewonnen? Ich weiß es nicht. So fragt auch nicht. Nehmt es hin und freut euch, dass es eine weniger von diesen verdammten Hexen gibt! Die Schergen des Inquisitors verließen eilig den Schauplatz des Grauens. Als Belohnung sollte es so viel Schnaps geben, wie sie trinken konnten. Dorianna traute sich erst aus ihrem Versteck, als der Morgen graute. Sie sah die finstere, hochgewachsene Gestalt am Waldrand nicht und hörte sie auch nicht kommen. Plötzlich stand der Mann direkt vor ihr. Sein Gesicht war unter einer schwarzen Stoffmaske verborgen. Bevor sie zurückweichen konnte, rammte er ihr die Faust gegen die Stirn und sie brach bewusstlos zusammen. Als Dorianna erwachte, war sie an den Händen gefesselt und hockte in einem großen, dunklen Raum. Mother Shipton, Oberhexe, du lebst nicht mehr. Die einzige Tür des Raums wurde aufgestoßen. Der Mann, der Dorianna niedergeschlagen hatte, noch immer vermummt, schloss die Tür hinter sich und ging in die Mitte des Raums. Dort stand ein mit einem Tuch verhangener, großer Gegenstand. Der Mann zog das Tuch mit einem heftigen Ruck ab. Es gab ein Gemälde frei. Das Bildnis einer Frau. Oh, die Frau auf dem Gemälde. Das bin ich. Mein Mund. Da sehe ich zwei Vampirzähne.